Willkommen zu einem neuen Film auf dem Kanal von GeroD. Dieser Beitrag versteht sich als unmittelbare Fortsetzung zu dem Video, welches ich hier bereits vor 2 Tagen schon einmal veröffentlicht habe. In dem damaligen Video ging es um die Einführung des neuen Starlink-Reisetarifes. Da gab es ja doch einen erheblichen Diskussionsbedarf und schlussendlich sind auch die genauen Tarifkonditionen nicht 100% klar gewesen, weil die Formulierungen hier auch nicht eindeutig waren. Ich hätte daher in diesem Video in Aussicht gestellt, dass ich noch einmal mit den Support-Mitarbeitern von Starlink Kontakt aufnehme und all die Fragen dann kläre, die sich im Wesentlichen in den Kommentaren ergeben haben. Das habe ich jetzt getan. Ich habe einen sehr netten Mitarbeiter dort kennenlernen dürfen, den Kobi, ich weiß nicht, ob das der Vor- oder Nachname ist, der hat mir zudem auch zugesagt, dass ich die entsprechenden Antworten hier in Zitatform auch veröffentlichen darf. Und genau darum geht es jetzt in diesem Video. Ich habe mir erlaubt, das einmal zusammen zu kopieren, damit einfach die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt. Und ich starte mit einfachen Fragen und komme dann nachher zu den kritischen Sachverhalten, insbesondere den Einsatz von Starlink im neuen Reisetarif im Ausland. Es gab aber diverse Hinweise auch, dass hier Zuschauer vermutet haben, dass die neuen Tarifbedingungen Reise nicht für alle Generationen von Starlink-Antennen hier Gültigkeit haben sollen. Das ist nicht der Fall. Hier ist eindeutig zu erkennen, immer das, was hinter dem Fall steht, ist die Antwort des Service-Mitarbeiters Kobi. Die neuen Servicepläne betreffen alle Starlink-Modelle. Leiten wir gleich weiter zur nächsten Frage. Was genau sind die neuen Geschwindigkeitsbeschränkungen? Wir hatten ja schon ausgeführt, dass jetzt hier künftig der Einsatz der Starlink bis zu 160 Stundenkilometer in Bewegung möglich ist. Hier steht explizit Nutzung beim Gehen. Naja gut, mit 160 Stundenkilometer ein bisschen schwierig. Fahren oder auf einem Seeschiff geeignet. Für die Nutzung in der Luftfahrt müssen Sie auf einen unserer Prioritätspläne upgraden. Das habe ich hier auch nochmal mit aufgenommen, weil es tatsächlich auch von Piloten hier Rückfragen über meinen Kanal gab, ob denn genau dieses Szenario auch zum Beispiel in der Sportfliegerei Gültigkeit hat. Das ist damit meines Erachtens tatsächlich ausgeschlossen. Kommen wir damit zur nächsten Frage. Ich hatte ja schon ausgeführt gehabt, dass hier eine erweiterte Küstenabdeckung künftig Gültigkeit haben wird von, ich hatte im ersten Video gesagt, ungefähr 20 Kilometer. Das hat sich bewahrheitet, sind allerdings dann Landkilometer. Hier ist explizit ausgeführt, dass die neuen Pläne jetzt bis zu 12 Seemeilen entsprechend dann auch noch einsetzbar sind. Und wenn man darüber hinaus weiterfahren möchte, dann muss man nochmal upgraden. Kommen wir damit zu dem Thema, was auch vielfältig diskutiert wurde. Lässt sich der neue Servicetarif Reise unendlich pausieren? Ich hatte die Frage gestellt, könnte ich theoretisch nach einem 4 Wochen Urlaub dann 11 Monate, nur ein Beispiel, problemlos pausieren, um dann im nächsten Jahr wieder für meinen neuen Urlaub den Tarif Reise zu aktivieren? Das ist bejaht worden. Hier ist die Antwort zu sehen wieder. Sie können Ihren Starlink für eine unbestimmte Zeit pausieren. Wenn möglich, empfehlen wir Ihnen, Starlink gelegentlich an eine Stromquelle anzuschließen, damit Software-Updates, dieser soll es wahrscheinlich heißen, Software-Updates abrufen kann. Andernfalls könnten Sie tagelang auf die Aktualisierung des Starlink warten, wenn Sie ihn nach einem Jahr ohne Nutzung anschließen. Ein, wie ich finde, wichtiger Hinweis und natürlich im Kern auch eine gute Botschaft, kurz zusammengefasst. Es gibt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf die Thematik der Pausierung. Das ist einer der großen Vorteile im Vergleich zu Mobilfunkverträgen. Das heißt, ich kann ihn wirklich nur sporadisch einsetzen. Dann leite ich jetzt über zu dem kritischen Sachverhalt, der natürlich am meisten Aufmerksamkeit auch hervorgerufen hat. Das ist meine Frage. Bedeutet Auslandsreisen jetzt weltweit? Hier wird explizit ausgeführt, das ist richtig. Es gibt insofern auch keinen Unterschied mehr zwischen den bisherigen Regional- und Globaltarif. Die Roamingpläne bieten jetzt eine weltweite Abdeckung. Das haben wir schon verschiedentlich diskutiert. Das war auch genau die Vermutung, die ich im Video formuliert habe. Aber es gab dort auch eine entsprechende Beschränkung auf einen 2-Monats-Zeitraum. Und den habe ich nochmal explizit in verschiedenen Szenarien hinterfragt. Gehen wir mal die Antwort zunächst durch. Die 2-monatige Roaming-Beschränkung gilt unabhängig davon, wohin Sie reisen. Es gab also Annahmen, dass das hier nur explizit außereuropäisches Ausland betraf. Ich habe sogar Screenshots von Chatverläufen gesehen von Starlink-Mitarbeitern, die genau das bejaht haben. Ich habe jetzt hier andere Informationen vorliegen und der Mitarbeiter von Starlink erschien mir sehr kompetent. Und wir sind jetzt natürlich auch schon mal zumindest 2 Tage weiter. Ich unterstelle, dass diese Aussage hier insofern auch richtig ist.
Wenn sich Ihr Starlink länger als 2 Monate außerhalb seines Heimatlandes, in dem Fall zum Beispiel eben Deutschland, in einem beliebigen Land befindet, das heißt also auch Schweden, Norwegen, Dänemark, was auch immer, kann Ihr Starlink bis zu Ihrer Rückkehr nach Deutschland eingeschränkt sein. Wenn Sie länger als 2 Monate außerhalb Deutschlands bleiben müssen, müssen Sie vorübergehend auf einen Prioritätsplan upgraden. Das habe ich nochmal hinterfragt, weil mir das nicht sofort klar war, was jetzt hier genau gemeint ist. Was heißt denn eingeschränkt? So, und genau das habe ich hier in dieser Frage nochmal aufgeworfen. Was genau bedeutet es, dass es nach 2 Monaten zu einer Einschränkung kommt? Habe ich dann keinen Datenempfang mehr? Und würde dann ein Tag Aufenthalt in Deutschland wieder ausreichend sein, um die 2 Monate wieder neu zu starten? Hier die Antwort. Das ist richtig. Du kannst deinen Serviceplan auf einen unserer Prioritätspläne upgraden, wenn du nicht nach Deutschland zurückkehren kannst, aber außerhalb dieser Funktion hast du keinen Internetzugang mehr. Ein eintägiger Aufenthalt in deinem Heimatland reicht aus, um den Zugang wiederherzustellen. Das ist nicht ganz so schön für viele Anwender, das muss man ganz klar sagen, und deswegen habe ich da auch nochmal nachgepackt, nämlich über die nächste Frage. Ich habe hier ein Szenario aufgeworfen, wo ein deutscher Camper in Spanien überwintert. Nach dem Ablauf der 2 Monate, Entschuldigung, hier ist ein Tippfehler drin, hätte dieser bei einer prinzipiell deutschen Serviceanschrift in dem genannten Szenario, wie von Ihnen ausgeführt, kein Internet mehr. Könnte der besagte Camper, der nun die 2 Monate überschreitet im Ausland, in Spanien, dann nicht einfach die Serviceadresse auf Spanien umschreiben und nach der Überwinterung dann wieder zurück auf Deutschland ändern? Oder gibt es hier Einschränkungen? Kunden, so die Antwort, können ihre Serviceadresse nur in ihrem Heimatland auf eine neue Adresse aktualisieren. Im angegebenen Beispiel würde dies einen Camper daran hindern, seine deutsche Adresse auf seine neue Adresse in Spanien zu aktualisieren. Infolgedessen könnte der Residential Plan nur verwendet werden, während sich Starlink in seinem Heimatland befindet. Das ist insofern natürlich nicht ganz so schön für Langzeitreisende. Und ich hatte als letzten Hinweis nochmal die Thematik der Kundeninformationen aufgenommen, weil ich finde, die war unglücklich. Und ich habe dort nochmal geschrieben, ich glaube, Starlink hätte ein wenig besser, transparenter informieren müssen. Die geplanten Änderungen kommen zudem aus der Perspektive der meisten User, so wie ich es ja nun auch bin, die bislang Mobile Regional genutzt haben, ziemlich unerwartet und auch nach zu kurzer Zeit des Bestehens der Alttarife. Der Mitarbeiter von Starlink stimmt hier zu, dass die Kommunikation verbesserungswürdig ist. Das finde ich erstmal gut, dass da hier nicht drum herum geredet wird. Wir werden in den nächsten Wochen weitere Informationen zu diesen Änderungen veröffentlichen. Und jetzt komme ich auch nochmal zu einem Hinweis in eigener Sache. Was hier steht, ist ganz wichtig meines Erachtens. Der Mitarbeiter von Starlink scheint den YouTube-Kanal im Auge zu behalten. Und deswegen würde ich euch, liebe Zuschauer, auch bitten, schreibt dort tatsächlich einiges auch mal an Kommentaren rein. So haben wir zumindest eine neue Basis, vielleicht wenn auch nur eine kleine, meine Kanalgröße ist ja nicht so riesig, aber um hier ein Stück weit auch nochmal eine Meinungsbildung mit der Firma Starlink zu betreiben. Ob das hilft, sei mal dahingestellt, aber trotzdem, man kann sich ja mal äußern. Das Ganze dann bitte auch in einer höflichen und sachlichen Form. Ich habe es leider in dem letzten Video anders erleben müssen. Da ist offensichtlich das Bewusstsein komplett verloren gegangen, dass ich hier genauso Kunde bin von Starlink und auch nicht als Anwalt von Starlink auftrete, sondern versuche ganz sachlich über die Neuerungen zu informieren. Das wäre wünschenswert und das wäre auch meine dringliche Bitte. Dann bin ich auch schon mit diesem kleinen Video durch. Ich hoffe, ich konnte für ein Stück weit mehr Transparenz sorgen. Ich verlasse mich natürlich dabei jetzt auch auf die Aussagen des Mitarbeiters, der mir aber, wie eingangs schon erwähnt, ziemlich kompetent erschien. Und ich denke, eine solche Veröffentlichung von Informationen ist immer besser als das Streuen von Vermutungen. Insofern darf ich mich verabschieden, für die Aufmerksamkeit bedanken. Macht es gut, auf bald, euer Gerodik.